herzlich willkommen zu einer neuen Woche Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja, wir haben ja letzte Woche hier ordentlich Kahlschlag gemacht bei unserem zukünftigen Fahrschulbetrieb. Jetzt muss ich aber gerade mal mich auf den Traktor schwingen. Falsch rum. Na, was mache ich denn? Und dann muss ich auch los, weil ich bin verabredet. Ach nee. Bin verabredet zum Frühstück. Und das möchte ich jetzt nicht unversucht lassen, hier auch dann ordentlich zu snacken. Volker Wauner. Hi Volker, hier ist Sunny. Ey, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Wie war dein Urlaub? Urlaub war ganz gut. Das ist super. Ich habe gesehen, du hast das Auto schon geholt. Ja, das hat der Jürgen verräumt gehabt. Ich wusste auch nicht mehr, wo es steht, aber das steht jetzt am Hof. Ich bin ja oben am Händler gerade. Das passt aber ganz gut. Ich komme da nämlich gleich vorbei. Dann, das ist super. Ich komme mit Johnny rüber, dann kannst du damit gleich wieder in den Wald fahren. Zwar unnötiger okay. Weg, aber... Ja, aber besser als nichts, ne? Jo. Also bin so in 10 Minuten müsste ich da sein. Alles klar. Ey, warte mal, steht da noch der Anhänger von uns? Kann ich den Rückwärtsgang kaputt. Ah, jetzt geht's. Hier stehen, So ein blauer Adorante müsste das sein. Ja, so einer steht hier. Ah ja, das ist unserer, den kannst du dann gleich mitnehmen. Alles klar. Gut, bis gleich. Gut, bis dann. Ciao. Da geht's wieder gut los. Ah, Volker Wauner, hallo? Volker Wauner, hallo? Hallo Richter. Ja. Was ich los? Hätte zwei Sachen. Ja. Zum einen, ich würde den Führerschein heute machen. Oh, das ist gut. Und zum anderen könnten wir beide uns vielleicht nachher mal mit dem Braysex an der an Hof 7 da an der Gastwirtschaft treffen. Sie meinen bei der Helga? Ja, bei der Helga. Ja, das könnten wir machen. Wann? Ist mir egal, können Sie sich aussuchen. Ich frage dann auch nochmal den Herr Welsex, von der Zeit hat. Also ich bin jetzt, in 5 Minuten bin ich da. Nee, aber ich noch nicht, deswegen. Okay, ich habe dann vorher noch einen Termin. Anschließend hätte ich wahrscheinlich Zeit. Das heißt, rufen Sie mich einfach an, gegen wie viel Uhr wäre es? Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Wenn mein anderer Termin vorbei ist, dann rufe ich Sie an. Jo. Und dann, also ich bin in Grünstedt jetzt erstmal. Ja. Und ja, dann würde ich sie danach anrufen. Ich habe mir jetzt erstmal ein Taxi bestellt, damit ich von hier oben, ich denke mal, ich war auch darunter jetzt erstmal, weil ich habe ja noch kein Auto privat und so, weil ich bin heute mal im Privaten unterwegs. Ich habe mir heute mal frei genommen. Okay. Gut. Dann noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Ja gleich schon rund, aber das finde ich gut, dass der jetzt heute einen Führerschein machen will. So. Dann steht hier der Fendt rum, ich glaube der gehört dem Hans-Peter, oder? Och nö, jetzt habe ich das Gewicht noch dran. Ah. Mist, ey. Ja.
Moinsen. Moin. Moinsen, also das ist bin falsch. Bordwende. Ja, Bordwende. Och, Moinsen. Liebe und die Liebe, aber das hat sich alles zerschlagen und jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich auch erstmal hier, ne? Aber das ist halt schwierig, Arbeit zu finden, ne? Hallo? Ja, vielleicht kann hallo. Der Volker dir da helfen. Jo. Wer sind Sie denn? Der Herr Albert, Grünfeld. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich suche unbedingt Arbeit. Ja, Sie suchen Arbeit. Irgendwas zu tun für mich? Ja, hätte ich sogar. Ist nur die Frage, wie kriegt man jetzt das Auto hier hoch? Ich fahr einen Johnny runter und komm mit dem Auto hoch. Ja, aber ihr braucht auch einen Johnny im Wald. Wo hast denn das Auto stehen? Auf dem Hof? Ja. Oder, warte mal. Oder der Schneider hat doch jetzt neuerdings ein Taxi, oder? Ja, stimmt. Dann... Wollen wir den mal anrufen? Ja, das können wir machen. Hallo. Jürgen. Jo. Servus, moin. Ah, moin. Frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Ja, so sieht's aus. Ich muss zum Kieswerk, den Kies für dich holen, Volker. Wir haben aber noch nicht besprochen, wo was hinkommt. Ich würde vorbeikommen jetzt. Oh, du bist gut, jetzt habe ich keine Zeit. Nicht? Nee. Bin doch die Herren, kann ich nicht weitermachen. Hi, Hans. Ende letzte Anfang dieser. Jo. Kann ich ihn weiterhelfen, ja? Bring mal einen Anhänger an. Ja, du brauchst eine Weile. Ja, dauert noch was. Ich bin leicht. Also, Albert. Ich bin der Volker übrigens, gell? Oh, sehr gut. Ich höre eine neue Stimme. Hallo. Hallo. Ich häng mal den Hänger an. Ja, das wäre gut. Komm mal auf die Seite, nicht, dass der Assesgewicht abgekoppelt. Warte, stopp. Hast den Boden vom Hans kaputt. Jetzt. Hey, was gibt eine Anzeige? Ja. Jetzt. Alles gut, keine Anzeige. Albert, ich hätte tatsächlich was im Wald, hätte ich einiges zu tun. Ja, warum nicht? Hast du denn, oder warte mal, hast du denn Erfahrung mit Forstwirtschaft? Ja, es geht. Geht, schon eine Kettensäge so. In der Hand gehabt? Ja, das auf jeden Fall, das klappt auch mit den, wie heißen die großen Gerätschaften hier, die... Die Harvester. Harvester, genau. Aber okay. Es geht halt nicht so schnell wie bei anderen Leuten, ne? Mehr Erfahrung in der Landwirtschaft und in der Viehhaltung. Ne? Aber Holz, genau. Kein Thema. Aber Landwirtschaft hätte ich auch was zu tun. Ja. Muss ich nur mal kurz. Warte mal, ich muss mal kurz in den Katalog. Ich bin erstmal froh, wenn ich überhaupt Arbeit habe, ne? Ja, da hätte ich was zu tun. Muss gerade mal gucken. 270, 300. Ja, jetzt. Oh, guck mal, da ist das Taxi. Den hauen wir doch gleich mal an. Warte mal, ich frage mal gerade den Franz. Hallo. Ja. Moin, Franz. Hallo. Ersten Kunden an Land gezogen, oder wie? Ja. Suppi, ich hätte gleich den nächsten. Ah, ja. Passt so. Ach so, okay. Hallo, Herr Baruna. Hallo. Wann soll ich den Führerschein machen? Ja, Moment. Eins nach dem anderen. Sie haben ja heute Zeit, haben Sie gesagt. Sie sind heute freigestellt. Ja. Der Herr Albert würde gerne bei mir arbeiten. Herr Schneider. Was? Bei Ihnen arbeiten? Ja, haben Sie da ein paar Minuten noch Zeit? Ich müsste kurz noch was abklären und dann weiß ich genau, ob er bei Ihnen mitfahren müsste oder nicht. Ah, dann stelle ich den. Schönen Tag noch hierher. Jo, danke. So, jetzt muss ich kurz mit dem Hans sprechen. Wo ist der denn? Und der geht gleich mal zu Helga rüber. Ist hier der Hans? Volker? Ja. Ich fahre dann jetzt los. Jo, du kannst auf jeden Fall mehr in den Wald fahren. Es war, 11. Nee, 12. 11. Ja, ich sehe. Gut, dann bis später. Bis später. Warte mal, die Stämme, die da liegen, die kannst du schon verladen. Auf dem Hänger hier oder hast du einen anderen? Nee, da steht noch ein Fliegel. Timber Runner. Alles klar. Der ist für die Paletten, den brauchen wir dann unten bei der Palettenproduktion. Soll ich den direkt da hinfahren oder?
Kannst du ja auch machen. Gut. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Jetzt soll es soll's auch der Rückgang sein. Probieren Sie mal vorwärts und rückwärts. Hans? Ja? Hast du was mit 300 PS circa und Maximalpreis 71.000 im Angebot? 71? Jo. Moment. Mehr habe ich gerade nicht. So ist er... 300 PS brauche ich halt. Hallo? Also 300 PS und 71.000, das ist schwierig. Ach, haben wir hier neue Bürger in der Stadt? Jo, schönen guten Tag. Und ich bin der Herr Albert Grünfeld. Ich bin der Herr Richter. Also, machen Sie das schön, Herr Grünfeld. Ich bin zwar bei der Polizei, aber heute bin ich schon. 1.300 PS. Aber heute bin ich im Dienst. Herr das Grünfeld. Hört sich immer gut an. Okay, das ist schade. Ja, das ist, ja, das kann man nicht machen. Irgendwas für Zahlen? Nee. Okay. Nee, dann wird's halt leider nichts. Okay. Gut, dann danke ich erstmal. Ja. Tschüss. Ohne schlecht, ne? So. Hallo. So, da bin ich wieder. Also das, was ich im Gedanken hatte, funktioniert leider nicht, aber ich habe folgende Idee. Albert, da der Schneider sollte ich runterfahren zu mir an Hof. Dann nimmst du dort das Auto und fährst damit in den Wald 11. Oh. Hast du gehört? Jo. Okay. Bald kommt das schöne Synchro. Jo, und wenn du da im Wald 11 bist, dann kannst du ja dem anderen da helfen. Ich brauche auf jeden Fall einen Traktor eigentlich noch. Das ist schon eine schöne Gegend hier, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich bin gerade im Überlegen, ich muss eigentlich investieren, sonst wird das Ganze nichts. Was für einen Traktor brauchen Sie denn? Ich brauche mindestens 300 PS eigentlich. Können Sie sich da keinen leihen oder mit einem zusammen einkaufen? Das wäre vielleicht eine Idee. Aber wer... Bauhof vielleicht mal fragen? Nee, den Jürgen, den frage ich nicht. Okay. Da ist der Verschleiß an Material einfach viel zu hoch. Und beim LU mal nachfragen, ob die noch einen Trecker sich kaufen wollen. Das LU könnte ich sowieso fragen, ob die mir vielleicht einen leihen. So, jetzt nochmal. Wen sollte ich jetzt im Auto mit? Moment. Herr Grünfeld. Jo. Hier haben Sie erstmal meine Nummer. Jo, sehr gut. Wenn Sie was haben, können Sie mich gerne anrufen. Ist ja einfach zu merken, 110. Nee, ich bin ja nicht im Dienst. Ich habe dem jetzt mal meine privaten. Ah, okay. Machen wir. Okay. Ich muss. Warte mal. Franz sitzt hier im Auto und wartet. Das ist gar nicht so einfach. Euer Ankömmling hier in der Gegend. Warte mal, ich telefoniere mal kurz mit dem Neumann. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Marlon. Moinsen. Hast du einen Traktor, den du und mir leihen könntest? Wegen... Mindestens 300 PS zum Ansehen. 300 PS? Ich habe sogar mehr als 300 PS. Ja, aber 300 reicht erstmal. Ja, habe ich. Okay. Kannst du damit zum Hof kommen, zum Händler kommen? Ja. Und hier wartet noch der Schneider, dann könnten wir uns eigentlich direkt mal zusammensetzen. Ich kenne da ein schickes Kaffee. Dass wir noch ein bisschen was für den Gemeinderat bequatschen. Jo, das können wir machen. Okay, machst du dich direkt auf den Weg? Jo, ich hole nur ganz kurz Gülle von Harry ab und dann... Jo, das ist ja nicht so weit. Okay, gut, danke.
Jo. Tschüss. Alter. So, jetzt habe ich es geregelt. Also Albert, du kriegst gleich einen Traktor vom LU, die kommen vorbei. Dann kannst du damit zum Hof fahren, die Sämaschine dranhängen und unser Feld neu ansehen. Dann unser Hof hätte ich schon. Unser Hof sage ich doch auch. Mein Hof, aber ist ja egal. Meins ist deins. Jo. Ich weiß nur nicht, was denkst du denn? Ja, welchen Hof habt ihr denn? Hof 6, ne? Ja, nee, Hof 5, ganz unten. Oh gut, da kommen wir. Ja, ich hoffe mal, der bringt dir was Gescheites mit, vielleicht. Ja. Ja, eins mit vier Rädern und so. Hauptsache zerrt. Jo. Und Herr Richter, das ist der Herr Neumann, der gleich kommt. Und von dem würde ich ja dann auch den großen Traktor kriegen für Ihre Prüfung. Okay. Ich muss aber vorher mit ihm noch einen Termin wahrnehmen. Mit mir? Nee, mit dem Herrn Neumann. Also mit dem Herrn Neumann. Das heißt, Sie hätten noch bis Mittag wahrscheinlich Zeit. Ja, dann weiß ich noch nicht, was ich bis dahin machen soll. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht die Füße in den Bauch stehen. Ja, ich habe im Moment nichts zu tun. Ich habe ja heute einen freien Tag. Okay, ja, das ist klar. Es geht eigentlich nur bei dem, was ich mit Ihnen besprechen will, um. Ich will die Polizei nämlich verlassen. Oha, okay. Und da wollte ich mir was Eigenes aufbauen, deswegen wollte ich mal mit Ihnen sprechen, wie es dann mit Flächen und so aussieht. Was denken Sie sich denn da? Ich würde mir gerne selber ein Absteppunternehmen aufbauen. Und dann halt auch mit so einer kleinen Kfz-Werkstatt dabei. Okay. Ja, das müssen wir dann mal ein anderes Mal besprechen. Ja, deswegen wollte ich auch den Termin mit Ihnen und den Herrn Racex, weil der macht das ja auch beides doch mit. Genau. Okay. Können wir uns dann ja nachher mal treffen. Genau, so machen wir's. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Bis gleich. Jo, ebenso. Tschüss. Tschüss.